Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4 und wir warten hier im Ladebildschirm, weil wir sind ja in dieser Kacksituation. Einfach hoch. Ich habe so viel SD gedrückt, dann macht er aus Versehen die Szene woanders hin. Nice. Ich weiß ja, dass man die drehen kann, ne, aber... Was war das mit WSD? Das wusste ich nicht. Nett. Ja, weil ich spawn hier direkt, was ist richtig nice. Ich werde mal noch von dem Ding verfolgt. Ja, gut. Wahrscheinlich war das, ich würde der das zutrauen, dass das Piper war. Ganz im Ernst. Würde ich der zutrauen, keine Sorge. Wo gehen die jetzt wieder hin? Warum verfolgen die mich nicht? Naja, klar, ist auf jeden Fall realistisch. So 1 Million Kilometer entfernt, ne? Treffen mich. Dieser Kackköter, ne? Piper macht doch wieder nichts. Mann, ey! Was soll denn das? Ey. Das ist so unfassbar kacke, dieses Dreckspiel. Vielleicht treffe ich ja. Ja. Geht doch. Kann ich zwar die Mini-Atombombe nicht mitnehmen, aber was macht er schon? Er ist richtig manchmal so auf, diese Kacke hier. Und dann diese Kackköter, ne? Ey. War? Arsch eigentlich. So. Der trifft keinen. Ey. So unfähig des Wetts. So verdammt behindert unfähig. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich. Das ist doch schon... Ey. Richtig dumm. Ach, Piper macht doch was, ey. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt Piper jetzt zugetraut, dass sie nichts macht. Weißt du, so ein Wachbot mit 2 Schüssen weg. Okay. Einen Teil haben wir liquidiert hiervon. So, machen wir weiter. Ist es nix?
draußen ist was. Das ist ein Biest. Auf jeden Fall weißt du so direkt in den Kopf. Ja, pff. Ist doch nicht schlimm, ist doch kein Schaden. Satellitenstation wäre, wäre. Ach nee, echt? Ach, hi. Okay. Okay. Oha. Einfach auf die Beine, einfach auf die Beine. Oh ja, das natürlich! Das ist unfassbar wieder. Ja, von wo denn? Das riecht so auf, wenn du nicht weißt, von wo die einen angreifen. Und dann diese ganzen Granaten. Aber man sollte diese Granaten einfach aus dem Spiel werfen. Ganz im Ernst. Klar. Na klar ist das Biest und da ist wieder der nächste. Ja, es ist ein Traum, das Spiel. Es ist immer wieder unfassbar, wie nice das ist. Da freue ich mich jedes Mal, das Spiel zu starten. Ist der Hammer. Ist wirklich, denke ich mir dann. Ja, natürlich wieder mal. Das nennt sich Bot, Aimbot. Einer ist durch. Natürlich sind 10 Kilometer dicker Holzbalken. Ich denke mir doch, was soll ich denn eigentlich hier noch bei diesem Kackspiel? Manchmal. Ist wieder so eine Kacke. Super mutanten Beinrüstung. Okay. So. Uns hier nicht zu lange aufhalten, Blue. Oh, hier ist nix. Alter, halt doch mal die Fresse, bitte. Natürlich habe ich das gehört, Piper. Ey. Piper ist die auch. Die richtiges Frauengehirn. Ey. So. Was ist das jetzt für ein Häuschen wieder? Aha. Nett. Glenn, gelehrter Ferris Hodewand. Was ist denn da wieder drin? Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt.
Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... alles, was zählt. Ja, zum nächsten Bunker. Die Mission ist super. Von A zu B, von B zu C, von C zu D. Ja, weiter deutlich geht nicht, ne? Ey. So eine Kacke. Und wieder die Sachen ablegen. Wieder verkaufen? Ja. Diesmal verkaufe ich in Diamond City am Markt. Ich hoffe, die haben wir wieder mal Geld. Danach gehen wir in den Bunker und gucken uns an, wie das da läuft. Die Minutemen schlagen Wellen im Commonwealth, Leute. Und das sind gute Nachrichten für uns alle. Wie sie alle rumstehen, als wird's wäre nix. So. Ja. Was? Was willst du damit sagen? Ja. 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 Ich kann dem nichts verkaufen. Oh. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder andere auch. Dann schön. Sehen, was du so hast. Ja, halt die Klappe. So, was haben wir hier so? Nix, nix. Ja, ein bisschen was. Aha. Hat der überhaupt Sachen, die ich gebrauchen kann? Ja, ein paar 45er, ne? So. Perfekt. Gut. Ich guck gerade nur, ob Piper was dabei hat. Das bin ich mir nämlich gerade nicht. Hey. Boah. Dass sie sich immer wegdreht, ne? So, den Fettmann behalte ich mal lieber für Situationen. Ab zum Bunker. Ja, da werde ich von Ten Pines Bluff wahrscheinlich am ehesten drauf kommen. Ich muss ja auch echt immer laufen von einem zum anderen, von A zu B zu C zu D zu E zu F zu G. Ich weiß noch nicht, ob das eine nice Art ist, eine Mission zu machen. Du lässt die Leute halt wirklich einfach nur laufen. Oh. Hier ist eine Zugschiene. Ist der ICE, ist das. Wer da lang fährt. Sieht man ja auch eindeutig. Das ist eine fast elektrifizierte Strecke. So, Alter. Was mich ja aufregt, ne? Das Sprinten. Hätten sie eigentlich rauslassen sollen. Bei Fallout. Ich finde es gut, dass man sprinten kann, aber nicht, wenn das AP verbraucht, ganz ehrlich. So, weiter. Q.
Okay, hier ist eine anscheinend sogar funktionierende Stromleitung. Ten Pines. Egal. Das wäre Monster auch so, das ist nur der See. Nicht wieder diese Ekelviecher. Nein. So. Alter. Sag mal, bist du komplett sehbehindert? Warum triffst du denn gar nichts, Junge? 80% Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat er mal getroffen. Das ist immer wieder unfassbar. So. Sehr schön. Maya Lux. Nicht da. Huch, was? As you. Das ist das, ja, das interessiert mich auch relativ wenig immer. Hey, sie sind hier. Nimm das. Boom. Alter, kümmerst du dich schon drum, Piper. Hallo. Kannst du mal. Letzter Schuss. Jawohl. Ja, da hast du dein Gesicht verloren, würde ich sagen, ne? Piper kriegt's auch nicht hin. Nimmer wiedersehen. Schön. Schön, schön, schön. So, das Ding da will ich gerade nochmal erkunden. Wir müssen ja eh um den See herumgehen. Was ist hier? Ah, Maya dort. Konnte man fast denken. So, nett, nett. Ey. Oh Gott. Danke. Immer drauf, immer drauf. Ist das ein legendärer? Oh. Was? Oh Gottes Willen. War das der beim Nachladen nehmen? Alter, ich will sprinten, Junge Mann! Dreckige Köpfe, Mann! Ihr versteht, warum ich so einen Hals habe bei Fallout? Da funktioniert nichts in diesem Kackspiel. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Eine hohe Flasche, das nennt sich auch Kolben. Wasserqualitätsstatus. Radioaktive Verschmutzung extrem, Verschmutzung durch Schwermetalle extrem, Verschmutzung durch Fäkalien extrem, Sauerstoffsättigung durchschnittlich. Weitere Verschmutzung extrem, allgemeiner Zustand gefährlich, die Alarme. Alarm, Verschmutzung überschreitet die Sensortoleranz. Extreme Mengen mehrerer Schadstoffe festgestellt. Kontakt mit diesem Wasser könnte für Menschen gesundheitsgefährdend sein. Ja, das dachte ich mir. 1.6.2077. Wasserstoff, Schadstoffmenge im Vergleich zu vorherigen Ablesungen um das Dreifache erhöht. Illegale Verklappungen bleiben weiterhin die wahrscheinlichste Ursache. Wir empfehlen, den See für die Öffentlichkeit zu sperren und eine offizielle Untersuchung der Abfallentsorgungspraktikanten der ansässigen Schwerindustrie einzuleiten. General Atomics, Sorgus NYX, Alcorvega. So, einen Monat später. Wiederholte Anfrage zur Bewertung der Wasserqualität. Die Schadstoffmengen sind weiter gestiegen. Haben die Sperrung des Sees und eine offizielle Untersuchung empfohlen. Außerdem sollte das Angelturnier des Bürgermeisters abgesagt werden.
Wieder fast einen Monat später. Nach dem Angelturnier sind 27 Berichte über schwere Krankheiten nach dem Kontakt mit Wasser eingetroffen. Ein Boot ist gesunken. Die beiden Überlebenden der Mannschaften haben schwere Strahlenanbrennungen erlitten. Fische wurden nicht gefangen. Lake Monoput bleibt bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Ja. Wie kann man auch so dumm sein und ein Angelturnier in einem weit über den Richtlinien gesperrten See veranstalten? Cool. Das ist ganz ehrlich selbst schuld dann. Da habe ich dann auch immer kein Mitleid. Wenn man so dumm ist. So, Hubblumen. Oh, was haben wir denn da? So. Oh. Mhm. Interessant. Ey, da steht jemand. Da setzt sich jemand hin. Einfach so. Entschuldigung? Bitte. Ich habe solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Ja. Welche Art? Was für ein Wasser brauchst du denn? Gereinigtes Wasser wäre natürlich wunderbar, aber ich nehme, was auch immer du hast. Klar, hier. Natürlich. Bitteschön. Oh, danke. Danke. Ja, bitte. Wir haben ja genügend davon. Na, wunderbar. Hä? Sag mal. Aber ist denn das so sauber? Dass wir das trinken können. Das ist doch ein Zulauf von diesem See. Ist ja ekelhaft. Ich frag einfach lieber nicht. Schlamm. Schlamm. So. Ah, ist ein Auto und hier wird es bestimmt gleich gefährlich. Deswegen machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.